Er bringt sie im Jugendheim Arburg zum Klingen, Ben Vatter. Hier oben sitzt, wer es anderswo nicht packt. Die strengste Maßnahme für kriminelle Jugendliche in der Schweiz. Zusammen mit Gymnasiastinnen singen die Jungs von der Burg im Chor auf Bewährung. Ben Vatters Ziel ist nun zum Greifen nah. Das große Konzert kommenden Samstag und gleich jetzt die CD-Aufnahme. Wir werden nun noch ein letztes neues Lied einüben, natürlich Schweizer Musik. Und sicherlich am meisten angesagt ist im Moment der Schweizer Rapper Stress. Ich weiß, etliche von euch sind gut im Rappen. Deshalb werden wir einen Teil einbauen mit einem eigenen Rap von euch. Wir werden einen Rap-Wettbewerb veranstalten, und zwar bereits in 10 Tagen. Also wir machen einen Rap-Wettbewerb, und zwar schon relativ klein. Okay, ich lese ihn dir vor. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Es hat krass angefangen. Der 14-jährige Strafko überrascht mit einem Text über sein Leben. Zwar kein Rap, aber die Inspiration für einen eigenen Song. Ich bin immer älter geworden. Das Kind in mir ist schon lang gestorben. Ich habe früh gelernt, mit Drogen und Waffen umzugehen. Das war ein Fehler. Darum bin ich zu früh erwachsen geworden. Ich würde mir einen Neuanfang wünschen. Ein Überraschungsbesuch von Rapper Stress weckt bei den Jungs verborgene Talente. Danke vielmals, dass ihr heute da seid. Danke vielmals, dass ihr heute da seid. Ich erzähle neue Geschichte von Vergangenheit. Macht auch genug von CKF. Der Chor auf Bewährung hat Plattenboss Roman Kammenzind überzeugt und ist eingeladen ins Studio nach Basel für eine eigene Single. Ihr wollt ein Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat? Komm nach Wedding, da wisst ihr, wo das Ghetto liegt. Ein Tag vor der CD-Aufnahme, der Heimalltag hat den Chor auf Bewährung eingeholt. Das ist das Ghetto-Lied auf einem Ghetto-Beat. Schau mir in die Augen und du weißt, dass ich das Ghetto-Lied. Wir sind unbesiegt, weil uns keiner unter... Bassstimme Marco sitzt in der Einschließungszelle, im Cello. Er kann morgen nicht mit ins Studio. Chorleiter Ben Vatter will sich persönlich informieren. Schutzweste an, du willst mich gerne killen, aber kommst mich an mich dran. Nein. Marco, ich habe Ben Vatter mitgebracht, weil ich denke, du hast etwas zu erklären. Also du bist ja. Du warst einen Tag lang verschwunden. Verschwunden? Bist nicht arbeiten gegangen und warst ohne Bewilligung draußen. Hast eine Kurve gemacht. Das bedeutet, du wirst eingeschlossen. Wie lange? Heißt, du wirst eingeschlossen im Einschließungszimmer. Wie lange? Bis Freitagmorgen. Dann darf ich in die Schule gehen. Und danach habe ich Halbgefangenschaft bis Samstag. Das hat mir der Stefan gesagt. Ja, das heißt... Das heißt, an unserem morgigen Chortag stehst du nicht zur Verfügung. Zur Verfügung. Also das so 1:1 war das erste Mal. Ich war zum ersten Mal in diesem Trakt. Marco in seiner Zelle zu sehen und zu sehen, wie er da rauskam, das ging mir schon sehr nahe. Total dunkel. Also, das ist mir schon sehr nah. Dass wir Jugendliche, die abhauen, erst einmal einsperren, hat seine guten Gründe. Zum einen, weil wir abklären müssen, was mit dem Jugendlichen los ist. Manchmal haben sie Alkohol oder Drogen konsumiert und wir müssen sie quasi ausnüchtern. Wir müssen dem Jugendlichen aber auch die Möglichkeit geben, einen Moment lang mit sich selbst ins Reine zu kommen. Er muss sich überlegen, wie es mit ihm weitergehen soll. Überlegen, wie soll es mit ihm weitergehen. Das ist
Die ersten paar Stunden und die ersten zwei Tage sind krass da drin. Man sitzt in einer Zelle und kann nichts anderes tun, außer lesen und schreiben. Musik hören kann man nicht die ersten zwei, drei Tage. Man fängt an zu überlegen, wieso bin ich hier? Was kann ich machen? Am ersten Tag denkt man, wie zahle ich es ihnen zurück? Am zweiten Tag überlegt man sich, lohnt sich das? Und am dritten Tag überlegt man sich, wie geht es jetzt weiter? Seine letzte Motivation im Moment, auch in seinem Leben, ist, glaube ich, dieser Chor. Deswegen möchte ich ihn unbedingt zurückhaben. Nun verpasst er morgen die CD-Aufnahme. Ich habe ihm gesagt, wenn er danach wieder motiviert ist, nehme ich ihn sehr gerne wieder auf. Einfach motiviert dabei, und wenn er das schafft, dann nehme ich ihn sehr gerne wieder auf. Die letzte Probe vor der CD-Aufnahme. Marco ist nicht dabei. Morgen bei der CD-Aufnahme werdet ihr einen Kopfhörer bekommen. Ihr werdet mit diesem Kopfhörer singen. Jetzt rede ich. Und um das auszuprobieren, halten wir uns jetzt einmal ein Ohr zu. Ihr werdet hören, dass es anders klingt. Ich war noch nie in diesem Studio und bin gespannt, wie es dort aussieht. Es wird ein großer Raum sein mit Kopfhörern und Mikrofon. Und stellt euch bitte darauf ein, dass ihr ab und zu warten müsst. Unsere beiden Songs müssen gut klingen. Je konzentrierter wir arbeiten, desto schneller wird es gehen. Wir versuchen es gleich einmal. Und deutlich aussprechen und konzentriert arbeiten. Und vorausdenken. Bei jedem Fehler werdet ihr neu anfangen müssen. Und das wird mühselig sein. Die große Frage wird sein, ob man den Zauber des Gewölbekellers ins Studio mitnehmen kann. Sie sind sehr an die Akustik und die Stimmung in diesem Gewölbekeller gewöhnt. Wir haben noch nie an einem anderen Ort gesungen. Heute ist noch kein Problem. Wir wissen, morgen müssen wir die CD machen. Einige sind vielleicht aufgeregt, aber ich nicht. Ich bin wie immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Jungs wissen nicht, was das bedeutet. Die Arbeit, die dort auf sie wartet. Es ist ein Stück weit das Unbekannte, das reizt. Wir gehen nach Basel, eine CD aufnehmen. Wow, da haben wir etwas zu erzählen nachher. Tonstudio, ein Haufen Knöpfe und alles. Aber was das für eine Arbeit ist, einen Song einzuspielen, ich glaube, da werden sie noch auf die Welt kommen. Ich glaube, das werden sie noch auf die Welt kommen. Heute ist CD-Aufnahme. Tagwacht auf der Gruppe Frohburg. Wir müssen in einer Viertelstunde fahren, jetzt beeil dich endlich. Wir müssen in einer Viertelstunde los, mach endlich. Alle waren schon am Morgen früh gereizt. Wir haben nicht gefrühstückt. Wir sind aufgestanden, haben uns angezogen und mussten uns beeilen. Am Morgen ist nie gute Laune auf der Gruppe. Und dann, am Morgen ist nie gute Laune auf der Gruppe, das ist nie. Was machen wir jetzt? Stehen da und warten auf Dardan? Der braucht lange, bis er fertig gestylt ist. Das ist mir scheißegal. Auch Dardan schafft doch noch rechtzeitig den Aufbruch nach Basel. Sozialpädagoge Heinz-Günther Sußdorf übernimmt jetzt die volle Verantwortung für die Jungs aus dem Maßnahmenvollzug. Produzent Fred Herrmann bereitet das Basel City Studio vor für den Chor auf Bewährung. Zwei Songs wird er aufnehmen. Heimweh und Als wo mir ritt Fingerhund sollen als Single herauskommen. Ben Vater und die Mädchen treffen ein. Bereit für den großen Tag.
Ich freue mich, ein CD-Studio von innen zu sehen. Ich glaube, die Jungs freuen sich noch stärker auf diese CD als wir. Das wird sicher. Es wird sicher eine Riesensache. Schulfrei, alle freuen sich. Plattenboss Roman Kamenzind. Er will mit dem Chor auf Bewährung in die Charts. Wie nehmen wir am besten auf? Versuchen wir es mit dem Gesamtchor oder besser pro Stimme? Wir versuchen es zuerst mit dem gesamten Chor und schauen, wie es klingt. Und danach, je nach Bedarf, die einzelnen Stimmen. Die einzelnen Stimmen. Jetzt gilt es ernst für den Chor auf Bewährung. Okay. Playback-Start. Der Chor muss jetzt Takt und Tonlage des Klaviers folgen. Exakt und kompromisslos. Nur bis hierhin. Wollen wir gleich nochmal? Wollen wir es uns anhören, damit wir sehen, wo Unklarheiten sind? Es hat etwas harzig angefangen. Wir haben am Vormittag viel mit dem gesamten Chor gesungen. Das war sehr anstrengend. Eine Wiederholung nach der anderen. Und das ist wirklich anstrengend. Also wiederholen. Ich hatte die Jungs darauf vorbereitet, aber sie waren natürlich trotzdem überrascht, dass wir immer wieder wiederholen mussten und noch einmal und noch einmal. Ihr tut heikel. Es war total stressig. Vor allem am Morgen, da waren alle etwas unruhig. Und wenn du dann jede Stelle wiederholen und noch einmal wiederholen musst, wirst du langsam nervös und fragst dich, was das Ganze überhaupt soll. Nervös und so denkst, was soll das sein? Das ist die längste Zeit in der Rolle. Nochmal? Okay, singen wir noch einmal die erste Strophe. Plötzlich Unruhe im Tenor. Nesantan blockiert die CD-Aufnahme. Offenbar fiel sein Ohrring runter. Wenn ich ihn finde, schmeiß ich ihn weit weg. Ich werde dir einen Scheiß zahlen, Mann. Hässlicher Typ. Ey, mal Schnauze jetzt, hey, Mann, okay? Ich werde sehen, ja. Was braucht man Schnauze, okay? Hör mal, wir sind gemeinsam ein Chor und... Mann, mir schießt doch heim, sein scheiß Ohrring da... Nur weil der seinen scheiß Ohrring suchen muss, seinetwegen müssen wir die ganze Zeit warten. Das ist doch ein Scheiß, Mann, ich will da... Ich will weitermachen, Mann. Ja, ich sage es eben, wenn mich etwas nervt. Versucht euch wieder einzuklinken. Wichtig ist jetzt Konzentration und bitte keinen Streit. Aber man kannte sie nur von ihrer lieben Seite. Und nach diesem Vorfall merkt man, es gibt auch eine andere Seite. Für uns ist es zum Teil schon etwas schockierend. Es ist irgendwie schon ein bisschen schockierend für uns, Louise. Was soll ich? Dadan, bitte, ich habe genug gehört von dir heute. Ja, ich habe auch genug gehört, weil mich schießt an. Mich scheißt es an, die ganze Zeit zu wiederholen, nur weil dieser bekackte Tamile seinen Ohrring suchen muss. Mann, das fickt mich an! Lieber Dardan, ich würde dir dringend empfehlen, überleg dir, wie du dich verhalten willst. Mach nicht weiter auf dem Weg, auf den du jetzt bist, denn da kommst du nirgends hin.
Ich mach nicht mehr mit. Dann steig aus. Früher hätte ich jemanden in einem solchen Fall geschlagen. Aber heute weiß ich, soll er doch was sagen. Das sind schon Wörter. Früher haben mich solche Wörter verletzt. Jetzt nicht mehr. Ja, das sind kräftige junge Männer mit einem nicht unerheblichen Aggressionspotenzial. Und wenn sich diese Wut mal aufstaut und dann entlädt, dann fliegen die Fetzen. Ich finde, das gehört auch zu diesem Alter dazu. Ich finde, das gehört auch zu dem Alter dazu. Also einfach nur immer nur die Wut runterzuschlucken, den Frust immer nur runterschlucken, das führt bei den Erwachsenen zu Magengeschwüren. Die Jugendlichen haben das noch nicht wirklich im Griff. Jedenfalls unsere Jugendlichen nicht. Besser? Ich hatte ein Telefongespräch. Was Telefon? Mit meiner Freundin. Ist das das Problem oder was? Nein. Aber ich habe mit ihr geredet. Und jetzt geht es dir wieder besser. Ja. Jetzt bist du wieder der alte Dardan. Voll andere Völlig wieder der alte Dardan. Sicher. Dass ich das nicht es ist nicht so, dass ich es nicht unter Kontrolle hätte. Früher war das anders. Wenn ich da wütend wurde, habe ich zugeschlagen. Ist das etwas passiert, oder? Bei Dardan weiß ich, wenn er wütend ist, er beruhigt sich wieder. Aber zum Beispiel bei mir. Ich nicht. Wenn man mich reizt und ich auf 180 bin, dann bin ich den ganzen Tag total schlecht drauf. Und dann überlege ich, was war, und komme nicht mehr runter. Was ist passiert, was habe ich gemacht überhaupt, dies und das. Und dann geht mir über den Kopf, dann komme ich nicht mehr runter. Du bist jemand, der mir hilft, die Gruppe vorwärts zu bringen. Und wenn du so bist wie heute Morgen, fehlt mir eine wichtige Stütze. Wenn man runterzieht, dann fehlt mir wirklich eine wichtige Stütze. Du musst versuchen, in einem solchen Moment versuchen abzuschalten. Es sind natürlich schon spezielle Momente. Aber für mich ist es auch heilsam zu sehen, wie Realität und Vergangenheit plötzlich ein Gesicht bekommen. Man darf nicht vergessen, diese Jungs sind nicht grundlos auf dieser Burg. Und dass man nicht vergisst, die Jungs sind nicht wegen nichts dort oben auf der Burg. Ja, und es war alles irgendwie gestört. Und dann draußen noch mit dir. Das war ein Fehlverhalten von mir. Aber ich merke es immer erst im Nachhinein. Das Dumme ist, dass ich es nicht gleich zu Beginn einsehe, sondern immer erst reagiere und nachher erst überlege. Es tut mir leid. Ja, es war ein Scheiß. Es tut mir noch leid. Das ist schon gut. Nimm deine Entschuldigung. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ich finde es gut, dass du es gemerkt hast. Und wäre einfach froh, ich muss nichts mehr sagen. Ich muss nichts mehr sagen, oder? Nein, jetzt Nachmittag. Heute Nachmittag. Ja, sicher. Versprochen. Ist die Sache in Ordnung. Ja. Noch einmal den Refrain, bitte. Trotz Perfektionismus. Am Nachmittag laufen die CD-Aufnahmen wie geschmiert. Wir haben uns, das haben auch die anderen gesagt, schon wie Popstars gefühlt. Wie Popstar fühle ich mich und so. Es ist schon das Gefühl, wow, Tonstudio, eine CD aufnehmen, ein Konzert geben. Dies und ja, Konzert nachher. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe voll mitgemacht. Es war toll, in einem Tonstudio zu sein und etwas Neues kennenzulernen. Und ich habe keine Faxen gemacht, nicht wie sonst. Ja, das ist toll. Ein Tonstudio ist eine einmalige Chance, das ist spannend. Da will ich mich nicht von den anderen ablenken lassen. Ich bin gespannt einfach und das will ich kennenlernen, so wie sich nicht von anderen abgelenkt werden und so. Ich hatte es mir weniger anstrengend vorgestellt. Es war krass. Ich war an diesem Abend kaputt, aber es hat mir gefallen. Bis weit in den Abend musste er Chor auf Bewährung ausharren.
steht unter dem kritischen Blick von Plattenboss Roman Kammenzind. In den nächsten Tagen wird er die Aufnahmen mischen. Noch bevor die CD in die Läden kommt, wird der Chor das Resultat hören können. Ein Applaus für Ben. Ich bin begeistert, was ihr in dieser kurzen Zeit geschafft habt. Ihr macht das sehr gut. Wir sehen uns spätestens am Live-Konzert wieder, auf das ich mich sehr freue. Bleibt am Ball. Bleibt am Ball. Ich bin überzeugt, es wird eine gute CD werden. Sie wird nun von den 200-300 Takes die besten nehmen. Luigi, bitte. Daraus werden Sie die besten Stellen nehmen, es abmischen und am 15. Dezember werden wir hören, was Sie daraus gemacht haben. Kleine Patzer, über die man in einer normalen Chorprobe hinweggeht, sind dort gnadenlos aufgefallen. Manche Passagen mussten wir bis zu 6-mal singen, immer mit der gleichen Konzentration. Und das hat die Jugendlichen bis an die Grenze belastet. Das war natürlich ein weiterer Schritt in diesem gesamten Prozess, dass sie überhaupt diesen Durchhaltewillen hatten und auch diesen Ehrgeiz entwickelt haben und dieses Projekt realisiert sie in Wochen. Zu Beginn des Projektes hätte das niemand für möglich gehalten. Wir waren einen ganzen Tag im Studio und alle haben mitgemacht und alle haben am selben Strick gezogen. Das hätte ich mir damals selbst mit viel Fantasie nicht vorstellen können. Der Chor auf Bewährung hat seine eigene Single aufgenommen. Heute hat Ben Vatter die Soundfiles aus dem Studio dabei. Aber wieder einmal ist alles anders als geplant. Wir hören uns heute Abend die CD an. Schade, bist du nicht da. Aber ich möchte, dass du am Wochenende da bist. Sag deiner Freundin einen lieben Gruß von mir, sie soll dir mal richtig den Kopf waschen. Sagst deiner Freundin einen lieben Gruß von mir, sie soll dir mal richtig den Kopf waschen. Ja, so. Wie steht's? Alles klar? Soweit alles. Außer, dass unser lieber Dardan heute Abend nicht da ist. Er hat heute Geburtstag und hat sich einen Freitag genommen. Aus deinem erstaunten Gesicht schließe ich, er hat sich bei dir nicht gemeldet. Ja, die küssen. Nein. Ich habe mit ihm telefoniert und es zur Sprache gebracht. Er hat sich 100-mal entschuldigt. Nicht so, als hätte er es nicht gewusst. Er hätte schon gewusst. Das ist ja bewusst gewesen. Aber das Risiko nicht. Er wollte nicht das Risiko eingehen, dass ich Nein sage. Wir sind ja zusammen im Studio. Letzte Woche waren wir zusammen im Studio und haben dort sehr intensiv und am Schluss auch sehr gut gearbeitet. Die Leute vom Studio haben ebenfalls sehr intensiv und sehr lange gearbeitet. Und ich kann euch heute vorspielen, was am Schluss daraus geworden ist. Seid still und hört zu. Schlussendlich ist es geworden. Also, seid still, hört zu. Der Chor auf Bewährung ab CD. Dardan verpasst diesen Augenblick. Ich glaube nicht, dass die CD bei den Jugendlichen gut ankommt. Ich denke, dass eher die Großmütter sie kaufen werden. Ja. Also für uns ist es natürlich schon. Für uns ist es natürlich wunderschön. Die CD ist etwas, von dem wir sagen können, die ist von uns. Die haben wir erschaffen. Und das ist schön. Und von dem her ist es einfach, ja, ich finde es so schön. Es war schon etwas komisch, weil du dich selber hast singen hören. Komische Situation gewesen, weil du hast die selber gehört singen. Ich muss sagen, es gefällt mir. Sie gefällt mir, aber es ist ungewohnt. Wenn man sie das erste Mal hört, denkt man, sind wir das? Es ist eben anders. Es ist halt anders.
Damit ist die CD-Aufnahme abgeschlossen. Und jetzt gehen wir Vollgas in Richtung Konzert. Vollgas Richtung Konzert. Und damit möchte ich gleich dazu übergehen, was wir heute machen. Am Konzert wird es noch einen letzten neuen Song geben. Den Song von Stravko, der beim Rap-Contest entstanden ist. Maxim und ich haben diesem Song zwei Frauenstimmen beigefügt und diesen Song wollen wir heute lernen. Zu diesem Song noch ein paar Frauenstimmen dazu, zwei Stimmen, die ich heute lernen will. Also ich finde das, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, dieser Song von Stravko. Vor allem mit dieser Vorgeschichte. Nach diesem anfänglichen Frust, als Maxim ihm sagt, er könne nicht rappen. Maxim sagt ihm, du kannst nicht rappen. Laden runter. Er sich aber nicht unterkriegen ließ, sondern sich auf eine neue Ebene hat bringen lassen. Daraus ist ein Song entstanden. Und Stravko, der kein sicherer Sänger ist, hat sich auf dieses neue Terrain gewagt. Das ist toll, dass er es nicht nur selbst singt, sondern eben auch sehr viel von sich preisgibt in diesem Song. Für ihn bedeutet das einen Riesenschritt. In erster Linie, dass er so viel von sich preisgibt in diesem Song. Das ist für ihn ein Wahnsinnsschritt. Bis jetzt kennen die Mädchen Stravkos Geschichte nicht. Sie werden ihn bei seinem Auftritt am Konzert begleiten. Ready? Es ist mein Leben, es hat krass angefangen. Ich pflege Familie, bin jeden Tag aufgestanden. Wieso hat Gott mir so gestraft? Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich bin eher ein schüchterner Mensch und hatte Panik, man könnte mich auslachen. Und habe darum auch immer aufs Klavier geschaut. Ich bin immer älter geworden, das Kind in mir ist schon am Sterben. Jetzt auf mich allein gestellt, früher immer gelogen und viel Scheiß erzählt. So kann ich erzählen. So kann ich von meinem Leben erzählen. Es ist besser, ich erzähle es in einem Song. Es ist besser, als zu reden, erzählen und so. Ich würde es in einen Song machen. Wieso hat Gott mich so gestraft? Ich kann es einfach nicht verstehen. Was habe ich in deinem Antrag, um mich zu verlassen? Es trifft mich voll ins Herz. Es ist, glaube ich, auch es trifft mich mitten ins Herz. Es ging allen Mädchen gleich. Alle hatten Tränen in den Augen. Es ist total berührend. Wie er es verfasst hat, ist wirklich ein Hammer. Man spürt, was in ihm vorgeht, obwohl er bis jetzt nicht sehr offen war, nicht viel von sich erzählt hat. Und in diesem Lied gibt er total viel von sich preis. Es berührt einen sehr. Ich hatte Tränen in den Augen. Es ist total schön, aber auch traurig. Es ist wirklich schön, aber auch traurig. Und im Kursaal Bern wird Stravko seinen Song 1200 Menschen vortragen. Das letzte Mal bei Chor auf Bewährung, das große Konzert.